Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir uns mal mit einem Lebensbereich befassen, den jeder von uns gut kennt und mit dem vielleicht viele von uns, vielleicht jeder, schon einmal oder mehrmals in seinem Leben so seine Problemchen hatte. Ich meine den Bereich von Partnerschaften. Und obwohl das ja ein wirklich wichtiger Lebensbereich ist, der Bereich Partnerschaften, gibt es da fast überhaupt keine Anleitung für. Was ich eigentlich schon komisch finde, in diesem Bereich, der also das ganze Leben beeinflusst und der über Glücklichsein oder Unglücklichsein entscheidet, gibt es komischerweise gar keine einfachen und klaren Anleitungen, wie man gemeinsam auch eine glückliche Partnerschaft erschaffen kann, die immer mehr erblüht. In der Regel läuft es ja so ab, dass sich da zwei Menschen einfach eine glückliche Partnerschaft wünschen und das auch erfahren, erleben möchten und meinen, das geht einfach so. Nur weil ich mir das wünsche und weil ich das gerne haben will. Irgendwie ist das schon verwunderlich, weil niemand auf die Idee käme, nur weil er sich das wünscht oder weil er es gerne haben möchte, dass er sich dann einfach in ein Auto setzen könnte und könnte glücklich und zufrieden und voller Freude durch die Gegend fahren. Und zwar ohne, dass er vorher einen Führerschein macht. Ich weiß nicht, ob du bei jemandem, der diese Einstellung hat und sich einfach ins Auto setzt, gerne Beifahrer wärst. Ich auf jeden Fall nicht. Ich würde dann nicht einsteigen in dieses Auto. Egal, wie mir dieser Mensch erzählen würde, dass er sich das doch so sehr gewünscht hat und dass es deshalb schon klappen wird. Ist also verblüffend. Wenn es um das Autofahren geht, ist es für jeden völlig selbstverständlich, dass er dann natürlich vorher ein bisschen lernen muss, sich damit befassen muss und eben seinen Führerschein machen muss. Wenn es aber um diesen wichtigen Bereich von Partnerschaften geht, dann meint jeder oder viele, ganz, ganz viele, der überwiegende Teil, das wird schon klappen. Es gibt noch einen gravierenden und auch total verblüffenden Unterschied zwischen dem Erlernen des Autofahrens und zum Beispiel dem Erlernen von blühenden Partnerschaften. Bei Partnerschaften wird erst mit dem Lernen angesetzt, wenn im Grunde genommen die Karre schon in den Dreck gefahren ist. Die sogenannten Paartherapien. Beim Autofahren muss man das alles vorher machen. Da wird nicht erst gewartet, bis jemand den Wagen in den Graben gefahren hat und dann gesagt, pass mal auf, mein lieber Freund, das klappt nicht, du musst jetzt einen Führerschein machen. Wenn wir uns diesen einfachen Sachverhalt, den Vergleich zum Führerschein, kurz vor Augen halten und da mal nur eine Minute drüber nachdenken, dann wird es sofort völlig klar und auch völlig logisch, warum in Deutschland fast jede zweite Ehe geschieden wird, ganz zu schweigen von den vielen, vielen Partnerschaften, die ohne Ehe ruckzuck nach ein paar Monaten wieder auseinandergehen. Auch bei Partnerschaften kommt es natürlich darauf an, was schon die Sufis gesagt haben, das Wichtigste, was der Mensch wieder für sich erlernen muss, ist die Bewusstheit. Ich muss erstmal bewusst damit umgehen mit einer Partnerschaft, so wie ich eben auch bewusst und voll konzentriert Auto fahren muss, beziehungsweise Auto fahren lernen muss. Ich will jetzt hier mal eine ganz einfache Methode vorstellen, wie wir eine Partnerschaft von vornherein bewusst angehen können und vielleicht den einen oder anderen Crash von vornherein vermeiden können und wirklich bewusst im Alltag ganz praktisch auch eine glückliche und immer mehr aufblühende Partnerschaft bewusst erschaffen können. Und das erfordert wesentlich weniger Zeit, Energie, Aufwand als zum Beispiel einen Führerschein machen und macht zudem noch eine Menge Spaß und bringt immer mehr Freude und gemeinsames Leben in unseren Alltag. Sprich eine Partnerschaft, die dann ganz automatisch nach den universellen Gesetzen wächst und immer schöner wird. Also gehen wir das Ganze einfach mal praktisch und ganz locker durch, weil hier ist es ja nur das theoretische Modell, die Methode, die man anwenden kann. Gehen wir also mal von aus, es treffen sich eine Frau und ein Mann und die verlieben sich und beginnen eine Partnerschaft, was ich hier anhand von zwei Kreisen dargestellt habe. Der rote Kreis symbolisiert die Frau und der blaue Kreis
symbolisiert den Mann in dieser Methode. Es treffen sich also zwei menschliche Lebenskreise. Denn wie alles beginnt und wächst auch eine blühende Partnerschaft immer nach der Blume des Lebens. Alles, was es in unserem Universum gibt, wächst immer nach dem Konzept und nach dem Prinzip der Blume des Lebens. Also, diese Frau und der Mann nehmen ihre Lebenskreise, schmeißen die in einen Topf, sag ich mal, und beginnen eine Partnerschaft. Die Gemeinsamkeiten habe ich hier gelb dargestellt. Das ist also die Überschneidung. Denn logischerweise sind die ja nicht geklont und haben sicherlich auch nicht vor, ganz eins zu werden zu einem Kreis, denn dann bleibt nur eins über, zwei halbe Kreise, sprich zwei halbe Menschen. Also die Gemeinsamkeiten, die eigentlich die Anziehungskraft zwischen den beiden bewirkt hat, ist hier gelb dargestellt, das ist eben die gemeinsame Schnittfläche. Wenn es diese gemeinsame Schnittfläche nicht gäbe, die Gemeinsamkeiten, dann wären die beiden garantiert nicht in einer Partnerschaft, dann hätten die sich überhaupt nicht angezogen, dann hätten die sich gegenseitig gar nicht attraktiv gefunden. Denn das kommt schließlich daher, weil man auf einmal bei einem anderen Menschen Gemeinsamkeiten entdeckt. Das läuft natürlich alles ganz unbewusst ab. Und dann verliebt man sich und irgendwann gibt es dann eine Partnerschaft. Der gelbe Bereich ist im Grunde der Bereich, der das ausdrückt, was in dem Spruch "Wir schwingen auf einer Wellenlänge" auch ausgedrückt wird. Der gelbe Bereich, der Bereich der Gemeinsamkeiten, das ist im Grunde der Bereich, in dem man sich gerade in der Anfangsphase einer Beziehung meistens bewegt, in dem sich meistens beide bewegen. Dass also nur diese Gemeinsamkeiten empfunden werden. Und der blaue und der rote Bereich, die natürlich auch da sind, werden in der Anfangsphase, zum Beispiel wenn man sich verliebt, einfach ausgeblendet. Das rührt von unserer Biologie her und ist sogar wissenschaftlich nachgewiesen. Im Laufe der Zeit, im Alltag, melden sich aber immer mehr der rote und der blaue Bereich. Und auf einmal ist es nicht mehr so lustig, wenn mein Partner die Zahnpastatur immer offen liegen lässt und ich dann mal hinterherräumen kann. Also tauchen auf einmal Sachen auf und unser Fokus, sprich unsere Aufmerksamkeit, geht immer mehr in Richtung auf den blauen und den roten Bereich. Und der gelbe Bereich verschwindet immer mehr in unserem Alltag, wenn wir das unbewusst machen. Aber auch in diesem Lebensbereich gilt natürlich das universelle Gesetz, das Buddha so ausgedrückt hat: Dorthin, wo unsere Aufmerksamkeit geht, dorthin geht auch unsere Lebensenergie, und das wird mehr in unserem Leben und wächst. Oder wie es in der Quantenphysik heißt: Beobachtung erschafft Wirklichkeit. Dummerweise, wenn ich auch am Anfange nur noch den blauen bzw. den roten Bereich zu beobachten, erschaffen wir uns dadurch eine Wirklichkeit in unserer Partnerschaft, die wir uns beide nicht wünschen. Also kann es ganz hilfreich sein, wenn wir auch eine Partnerschaft von vornherein ganz bewusst angehen und uns das am besten so vorstellen, oder zumindest können wir das gut nutzen als Bild, wenn wir sagen, dieser gemeinsame gelbe Bereich ist eine kleine Pflanze, eine Blume oder ein Bäumchen, das wir eben gemeinsam pflegen wollen, damit es wächst und gedeiht und immer mehr erblüht, was ja eben in diesem Fall eine Analogie für unsere Partnerschaft ist. Das wünscht sich ja jeder. Eine wachsende, blühende Partnerschaft, die immer schöner wird. In dieser Grafik würde das bedeuten, dass der gelbe Bereich immer intensiver in unserem Alltag wirkt und nicht dieser unbewusste Prozess eintritt, dass auf einmal der rote und der blaue Bereich immer mehr Zeit und Energie benötigt und dadurch immer mehr Aufmerksamkeit auf einen Bereich fließt, wo wir uns die Verwirklichung gar nicht wünschen. Denn schließlich wünschen wir uns eine Erweiterung des gelben Bereiches, dass unsere Partnerschaft immer schöner und glücklicher wird. Also kann es ganz hilfreich sein, wenn wir uns einfach mal die Zeit nehmen und gemeinsam diesen gelben Bereich genauer unter die Lupe nehmen und genau herauskristallisieren, wo sind eigentlich diese
Gemeinsamkeiten in unserem Leben, die jetzt schon da sind, die wir dann, wie in dem Beispiel mit dem kleinen Bäumchen, beide bewusst gießen können, damit das kleine Bäumchen, sprich der gelbe Bereich, immer mehr wächst, immer größer, immer schöner wird, immer mehr erblüht. Je konkreter wir beide über diesen gelben Bereich Bescheid wissen, uns dessen genau bewusst sind, umso besser sind natürlich die Chancen, das Bäumchen auch gemeinsam zu gießen. Denn wenn ich nicht weiß, was das ist, dann kann ich das auch nicht pflegen. Denn schließlich heißt es ja, alles, was der menschliche Geist sich vorzustellen vermag, das vermag er auch zu verwirklichen. Und wenn ich nicht weiß, was irgendetwas ist, dann kann ich es auch nicht verwirklichen, auch nicht gemeinsam. Es ist also ganz hilfreich, wenn wir uns wirklich, gerade in der Anfangsphase, einfach mal die Zeit nehmen und gemeinsam unser Bäumchen, in Anführungsstrichen, genau herauszukristallisieren und genau zu beschreiben. Und am besten ist es, wenn wir das schriftlich machen. Natürlich brauchen wir das nicht irgendwie übertrieben machen, aber einfach, dass wir diese schriftlichen Sachen dann auch als Anhaltspunkte haben. Und das fällt natürlich gerade in der Anfangsphase einer Beziehung beiden viel leichter. Denn gerade in der Anfangsphase fallen natürlich beiden viel, viel mehr Gemeinsamkeiten ein, als zum Beispiel nach einem halben Jahr, nach einem Jahr oder ganz zu schweigen, nach 5 Jahren. Und je konkreter so eine Übersicht ist, umso praktischer und direkter kann man das auch im Alltag bewusst leben und da den Fokus gemeinsam drauf lenken. Immer in dem Bewusstsein, dass die gemeinsame Liebe, das gemeinsame kleine Bäumchen, die Partnerschaft dadurch gepflegt und zum Erblühen gebracht wird, und zwar immer mehr. Es ist genauso wie auf diesem kleinen Schaubild. Wir können entweder unsere Aufmerksamkeit bewusst auf die Freude, auf das Schöne in unserer Partnerschaft, also auf den gelben Bereich lenken, oder wir können irgendwann anfangen, dass unsere Aufmerksamkeit unbewusst abdriftet und dadurch pflegen wir im Grunde genommen das Leid, bringen immer mehr Leid und Unglücklichsein in unsere Partnerschaft. Und erinnern wir uns an das Beispiel mit dem Führerschein? Es ist also gut, wenn wir das zu Beginn einer Partnerschaft machen, wenn wir von Beginn an bewusst damit umgehen. Zum einen wächst dadurch natürlich die Liebe, die gewinnt natürlich an Intensität, wenn man das am Anfang bewusst macht. Und die Gefahr, dass man irgendwann, um beim Beispiel des Führerscheins zu bleiben, mit dem Auto im Graben landet, ist dadurch viel geringer. Es geht also tatsächlich auch bei Partnerschaften im Grunde genommen nur um die Bewusstheit. Denn niemand wünscht sich ja zu Beginn einer Partnerschaft, dass irgendwann einmal durch unbewusste Prozesse der gelbe Bereich, also die Gemeinsamkeiten, das Zentrum der Liebe, im Alltag einfach verschwindet, einfach untergeht und gar nicht mehr bemerkt wird und auch gar keine Aufmerksamkeit mehr dahin gelenkt wird. Und wo in unserem Leben keine Aufmerksamkeit mehr hingelenkt wird, wo also keine Lebensenergie mehr hinfließt, das löst sich schlicht und einfach wieder auf. Und warum da keine Aufmerksamkeit mehr hingelenkt wird, warum da keine Lebensenergie mehr hinfließt, das spielt dabei keine Rolle. Auch die besten Erklärungen, Begründungen und Entschuldigungen nützen da nichts. Wenn da keine Aufmerksamkeit mehr drauf gelenkt wird und dadurch Lebensenergie dahin fließt, dann löst sich das einfach wieder auf und verschwindet wieder aus unserem Leben. Wenn wir also in einer Partnerschaft wirklich unsere Herzensträume langfristig verwirklichen wollen, dann geht das nur mit Bewusstheit von beiden. Denn sonst ist es ja wirklich so, als würden wir beide gerne mit dem Auto durch die Gegend fahren, aber keiner von uns hätte einen Führerschein. Wir würden uns aber einfach ins Auto setzen und losfahren nach dem Motto, das wird schon gut gehen, das wird schon klappen.
Da würde ich persönlich mich nicht so drauf verlassen. Die Chancen sind halt mit Führerschein eben wesentlich größer, auch irgendwo heile anzukommen. Und so sind halt auch die Chancen, eine glückliche Partnerschaft wirklich zu leben, wesentlich größer, wenn man da von vornherein auch bewusst mit umgeht. Und zum Beispiel gemeinsam etwas mit dieser vorgestellten Methode herumspielt und die konkreten Punkte, die die Gemeinsamkeiten ausmachen, auch wirklich mal herausarbeitet und von mir aus auch auf ein Blatt Papier schreibt. So, ich hoffe nun, du hast durch diese schematische Vorstellung einen Anhaltspunkt bekommen, wie man wirklich beginnen kann, eine bewusste Partnerschaft im Alltag zu führen, um eben die Chancen, dass sie auch langfristig immer mehr erblüht und immer schöner wird, deutlich zu steigern. Alles, was sich hier so trocken anhört, macht gerade in der Anfangsphase einer Beziehung, einer Partnerschaft, eine Menge Spaß, wenn man das gemeinsam macht, bringt Freude in das Leben und intensiviert das Gefühl der Liebe. Ich bedanke mich hier bei dir fürs Zuhören und wünsche dir für dein Leben bis zum nächsten Mal von Herzen alles Gute.